Wir leiten hier die Statistik ein. In vielen Medien wie Fernsehen, Internet, Zeitschriften, Zeitungen und so weiter findet man zahlreiche statistische Informationen, die durch Grafiken dargestellt werden. Die Statistik, das ist die Wissenschaft, die Eigenschaften von einer großen Gruppe Personen, Tieren oder Gegenständen untersucht. Dafür werden Angaben zu Stichproben gesammelt, geordnet und interpretiert. Anschließend wird gedeutet, ob diese Stichproben für die Studie geeignet sind oder nicht. Hier ist das schön symbolisch dargestellt. Wir haben hier links die Gesamtheit und hier rechts eine Stichprobe und von dieser Stichprobe macht der Statistiker eine Studie. Der Belgier Adolf Kittler eröffnete im Jahre 1841 das erste Statistikbüro der Welt, und zwar in Belgien. Heute gibt es in Belgien verschiedene offizielle Statistikunternehmen. Auf der Webseite von Ostbelgien Statistik findet man viele Daten aus der deutschsprachigen Gemeinschaft. StatBel ist das nationale Institut für Statistik in Belgien. Auf seiner Website findet man viele interessante Informationen aus allen möglichen Bereichen. Die Schlussfolgerung einer Statistik kann wichtig sein für allerlei Aspekte in der Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medizin, Psychologie und Soziologie, Medien und des Zusammenlebens. In den nächsten Tutorials werden wir sehen, wie man eine statistische Studie durchführt. Im Tutorial D3014 werden wir sehen, wie man Tabellen erstellt. Im Tutorial D3015 wie man Diagramme erstellt. Im Tutorial D3016 wie man Lageparameter berechnet. Im Tutorial D3017 wie man Streuungsparameter berechnet. Und dann letztendlich im Tutorial D3018 wie man überprüfen kann, ob eine Stichprobe geeignet ist oder nicht.